Die Geralt und Ciri Saga. Staffel 5, Folge 3. Ankunft in der Hölle. Als das junge Mädchen in die Adoleszenz eintritt, untersucht es die ihm bis dahin unzugänglichen Lebensbereiche, die von der verborgenen Kammer repräsentiert werden. Als das Mädchen sich dem verhängnisvollen Ort nähert, muss es eine Wendeltreppe hinaufsteigen. Und in Träumen bedeuten solche Treppen typischerweise sexuelle Erlebnisse. Über die Treppe gelangt es zu einer kleinen Tür, in deren Schloss ein Schlüssel steckt. Ein kleiner verschlossener Raum bedeutet in Träumen oft die Vagina. Das Umdrehen des Schlüssels in einem Schloss symbolisiert den Geschlechtsakt. Bruno Bettelheim. Kinder brauchen Märchen. Potschborn zog die Zügel an, ließ die Rappstute tänzelnd wenden. Fräulein Falka! Was für eine angenehme Überraschung! Obwohl ich gestehe, dass sie nicht gar so groß ist. Ich habe es erwartet. Ich gebe zu, dass ich es erwartet habe. Ich habe gesehen, dass du im Begriff bist, eine Entscheidung zu treffen. Eine kluge Entscheidung. Ich habe in den wunderschönen und bezaubernden Augen des Fräuleins Intelligenz funkeln sehen. Ciri ritt näher heran. So nah, dass sie einander fast mit den Steigbügeln berührten. Dann räusperte sie sich lange, beugte sich zur Seite und spuckte auf den Sand der Landstraße. Tja! Sie hatte gelernt, auf solche Art auszuspucken. Ekelhaft, aber wirksam, wenn es hieß, den Eifer eines Möchtegern-Verführers abzukühlen. Hotsporn deutete ein Lächeln an. Ich nehme an, dass du von der Amnestie Gebrauch machen willst? Dann nimmst du falsch an. Welchem Grund habe ich dann die Freude zuzuschreiben, die mir der Anblick des schönen Gesichtchens des Fräuleins bereitet? Braucht es denn einen Grund? In der Station hast du gesagt, dass du immer froh über Reisegefährten bist. Nach wie vor. Aber wenn ich mich in Bezug auf die Amnestie irre, dann weiß ich nicht recht, ob wir denselben Weg haben. Wir befinden uns, wie das Fräulein sieht, an einem Scheideweg.
eine Wegkreuzung. Vier Himmelsrichtungen. Die Notwendigkeit, sich zu entscheiden. Eine Symbolik wie in dem bekannten Märchen. Wenn du nach Osten gehst, kehrst du nicht zurück. Wenn du nach Westen gehst, kehrst du nicht zurück. Nach Norden? Nach Norden von diesem Fall geht es zur Amnestie. Steck dir deine Amnestie sonst wohin. Wie das Fräulein befiehlt. Wohin also, wenn man fragen darf, führt dich der Weg? Welche von den Straßen des symbolischen Kreuzweges? Meister Almavera, der Künstler der Nadel, hat seine Maulesel nach Westen getrieben, zu dem Städtchen Fano. Die östliche Landstraße führt zur Siedlung Eifers. Aber von dieser Richtung würde ich dringlich abraten. Der Fluss Yara, von dem in der Station die Rede war, das ist der Nilfgaarder Name für die Yaruga, nicht wahr? Das Fräulein ist so gebildet und weiß das nicht? Kannst du nicht anständig antworten, wenn man dich anständig fragt? Das war doch nur Spaß. Warum gleich so böse? Ja, das ist derselbe Fluss. Auf Elfisch und Nilfgaardisch Yara, im Norden Yaruga. Und die Mündung dieses Flusses ist Zintra? Jawohl, Zintra. Wie weit ist es von hier aus nach Zintra? Wie viele Meilen? Eine Menge. Und je nachdem, in welchen Meilen man rechnet. Fast jede Nation hat andere, da kann man leicht etwas verwechseln. Es ist praktischer, wie es alle reisenden Kaufleute tun, solche Entfernungen in Tagen zu messen. Um von hier nach Zintra zu reiten, braucht man so 25-30 Tage. Wohin? Direkt nach Norden? Irgendwie interessiert sich Fräulein Falka sehr für dieses Zintra. Warum? Ich will den Thron dort besteigen. Gut, gut. Ich habe den zarten Hinweis verstanden. Werde keine Fragen mehr stellen. Der einfachste Weg nach Zintra führt paradoxerweise nicht direkt nach Norden. Denn dort behindern wegloses Gelände und eine sumpfige Seenplatte das Fortkommen. Zuerst müsste man sich zur Stadt Forgeham begeben und später nach Nordwesten reiten, nach Metina, der Hauptstadt des gleichnamigen Landes. Dann müsste man durch die Ebene Magdeira auf dem Händlerweg bis zur Stadt Neunreuth. Erst von dort aus biegt man auf die Straße nach Norden ab, die im Tal der Jelena entlang führt. Von da ist es schon leicht zu finden. Auf der Straße ziehen pausenlos Truppen und Militärtransporte durch Nazair und über die Manadal-Treppe, den Pass, der nach Norden in das Tal namens Manadal führt. Und das ist dann schon Zintra. Ciri betrachtete den nebelverhangenen Horizont mit der verschwommenen Linie schwarzer Anhöhen. Nach Forgeham. Und dann nach Nordwesten. Das heißt, wo entlang? Weißt du was, Fräulein? Ich bin gerade nach Forgeham unterwegs. Und dann nach Metina. Da, auf dem Sandweg, der sich zwischen den Kiefern hinzieht. Wenn das Fräulein mit mir reitet, wird es sich nicht verirren. Amnestie hin, Amnestie her. Aber es wird mir ein Vergnügen sein, mit so einem schönen Fräulein zu reisen. Ciri musterte ihn mit dem kältesten Blick, den sie zustande brachte. Hotsporn biss sich mit schelmischem Lächeln auf die Lippe. Also was? Reiten wir. Bravo, Fräulein Falka. Ein kluger Entschluss. Wie gesagt, das Fräulein ist ebenso klug wie schön. Hör auf, mich mit Fräulein anzureden, Hotsporn. Aus deinem Munde klingt das irgendwie beleidigend. Und ich lasse mich nicht ungestraft beleidigen.
ganz wie das Fräulein befiehlt. Das schöne Morgenrot hatte die Erwartungen nicht erfüllt, hatte irregeführt. Der Tag, der darauf folgte, war grau und nass. Feuchter Nebel stumpfte die leuchtenden Farben des Herbstlaubes an den Bäumen ab, die sich über den Weg neigten und in Tausenden von Ocker-, Rot- und Gelbtönen prangten. In der feuchten Luft roch es nach Borke und Pilzen. Sie ritten im Schritt über das Polster aus gefallenem Laub. Doch Hotsporn trieb seine Rappstute oft zu einem leichten Trab oder Galopp an. Dann schaute Ciri neiderfüllt zu. Hat sie irgendeinen Namen? Nein. Ich behandle Reittiere unter dem Gesichtspunkt der Nützlichkeit. Wechsle sie sehr oft, lasse keine Bindung aufkommen. Pferden einen Namen zu geben, wenn man kein Zuchtbuch führt, halte ich für übertrieben. Stimmst du mir zu? Das Pferd Goldhans, der Hund Bello und der Kater Morle. Übertrieben. Ciri gefielen seine Blicke und sein vielsagendes Lächeln nicht. Am wenigsten der leicht spöttische Ton, in dem er Fragen stellte und beantwortete. Also nahm sie eine einfache Taktik an. Sie schwieg, sprach einsilbig, provozierte nicht. Wenn es ging. Manchmal ging es nicht. Vor allem, wenn er von dieser seiner Amnestie redete. Als sie jedoch wieder einmal und ziemlich scharf ihren Unwillen geäußert hatte, wechselte Hotsporn überraschend die Fronten. Er begann plötzlich zu beweisen, dass in ihrem Fall die Amnestie überflüssig sei, da sie sie ja nicht beträfe. Die Amnestie ginge die Verbrecher an, sagte er, aber nicht die Opfer von Verbrechen. Du bist selber ein Opfer, Hotsporn. Ich habe das im vollen Ernst gesagt. Nicht, um bei dir einen Heiterkeitsausbruch auszulösen, sondern um dir eine Möglichkeit nahezulegen, wie du deine Haut retten kannst, falls du ergriffen wirst. Beim Baron Kasadai wirkt so etwas natürlich nicht. Auch von den Warnhagens hast du keine Nachsicht zu erwarten. Die werden dich, im für dich günstigsten Falle, an Ort und Stelle lynchen. Schnell und, wenn es gut geht, schmerzlos. Falls du aber dem Präfekten in die Hände fällst und vor dem strengen, aber gerechten Antlitz des kaiserlichen Rechtes stehst, tja, dann würde ich genau diese Verteidigungstaktik vorschlagen. Du brichst in Tränen aus und erklärst dich zum unschuldigen Opfer der Umstände. Und wer soll das glauben? Jeder. Denn es ist ja die Wahrheit. Du bist ja ein unschuldiges Opfer, Falka. Du bist gerade einmal 16 Jahre alt. Nach den Gesetzen des Kaiserreichs bist du minderjährig. In die Rattenbande bist du zufällig geraten. Es ist nicht deine Schuld, dass du von ihnen zu den Untaten angestachelt wurdest, die man dir nachsagt. Ich kann mir denken, dass das auch nicht deine Wahl war, wenn du ehrlich bist. Ciri zuckte fast unmerklich. Doch Hotsporn bemerkte es und begann spöttisch zu lächeln. Ich habe also recht, ja? Ich vermute, Fräulein Falka war nicht immer die, die sie jetzt ist. Oh nein. Sie hatte bestimmt Menschen, die ihr wichtig waren, denen sie wichtig war. Doch sie wurde von ihnen getrennt. Und ungewöhnlich tragische Umstände führten zu ihrem heutigen Schicksal. Ist es so, Fräulein Falka?
Ciri verzog das Gesicht in einer Mischung aus Trauer und Wut. Er lächelte noch spöttischer. Ja, so ist es. Das Fräulein Falka war allein, hatte niemanden. Um also nicht allein zu sein, ergibt sich das Fräulein der Gesellschaft solch zwielichtiger Gestalten wie der Rattenbande, weil sie sonst niemanden hatte. Niemanden hatte das arme Fräulein. Niemanden, dem sie wichtig ist. Niemanden, der sie liebt, beschützt, behütet. Sie glücklich macht. Na, da haben wir's ja. Ciri war froh, endlich einen passenden Punkt gefunden zu haben, um ihm in die Worte zu fallen, von dem jedes ein Stich in ihr ohnehin schon verletztes Herz war. Sie spürte bereits, wie sich ihr Tränen in den Augen sammelten, gab sich jedoch vor ihm nicht die Blöße. Endlich haben wir es, worum es dir wirklich geht, Hotsporn. Solche wie dich habe ich schon erlebt. Wirklich? Du willst den Beschützer für dieses arme, alleingelassene Mädel spielen. Nur um dich am nächsten Tag zu verpissen, sobald du sie in der Nacht beschützt hast. Oh ja, solche wie dich kenne ich, die gelenkt sind von diesen abscheulichen und widerwärtigen Gedanken. Meine Gedanken, liebe Falka, sind vielleicht nicht anständig, vielleicht auch nicht hübsch. Sie sind offensichtlich nicht unschuldig, aber sie sind ehrlich. Eine wunderschöne junge Frau, wie du es bist, gehört beschützt und behütet, gehört glücklich gemacht. Das ist ein natürlicher Instinkt eines Mannes, der Natur gemäß, meiner Natur. Du setzt mich herab, wenn du glaubst, meine Neigung für dich beruhe auf der perversen Tatsache, irgendetwas ausnutzen zu wollen. Du setzt dich selbst herab, wenn du die Tatsache nicht bemerkst oder nicht zur Kenntnis nehmen willst, dass dein verführerischer Charme und deine außergewöhnliche Schönheit jeden Mann auf die Knie zu zwingen vermögen. Dass der Zauber deines Blickes... Hör mal, Hotsporn! Bist du darauf aus, mit mir zu schlafen? Was für eine Intelligenz. Mir fehlen einfach die Worte. Dann werde ich dir helfen, denn ich habe genug Worte. Ciri trieb das Pferd ein wenig an, um ihn über die Schulter hinweg anblicken zu können. Ich fühle mich geehrt. Unter allen anderen Umständen... Wer weiß? Wenn es jemand anders wäre. Ha! Aber du, Hotsporn, gefällst mir überhaupt nicht. Nichts, aber auch gar nichts an dir zieht mich an. Ich würde sagen, sogar im Gegenteil. Alles an dir stößt mich ab. Du siehst selbst, dass unter diesen Umständen der Geschlechtsakt ein Akt wider die Natur wäre. Hotsporn lächelte und trieb ebenfalls das Pferd an. Die Rappstute begann auf der Straße zu tänzeln, warf anmutig den schönen Kopf hoch. Ciri drehte sich im Sattel hin und her und kämpfte mit einer seltsamen Empfindung, die sich plötzlich in ihr regte, die irgendwo tief drinnen entstanden war. Im Unterbauch. Aber rasch und ausdauernd nach außen drängte, auf die von der Kleidung gereizte Haut. Ich habe ihm die Wahrheit gesagt, dachte Ciri. Er gefällt mir nicht zum Teufel. Sein Pferd ist es, das mir gefällt, diese schwarze Stute. Nicht er, sondern das Pferd. Was für eine verdammte Dummheit! Nein, nein, nein! Es wäre lächerlich und dumm, ihm nachzugeben.
Nur weil mich der Anblick einer auf der Straße tänzelnden schwarzen Stute erregt. Hotchborn ließ sie herankommen, blickte ihr mit sonderbarem Lächeln in die Augen. Dann ruckte er abermals an den Zügeln, zwang die Stute zu stampfen, sich zu drehen und tänzelnd zur Seite auszuweichen. Er weiß es, dachte Ciri. Der alte Mistkerl weiß, was ich empfinde. Verdammt! Ich bin einfach nur neugierig. Hotchborn ritt sehr nahe an sie heran und streckte die Hand aus. Kiefernadeln haben sich dir in den Haaren verhakt. Ich werde sie herausnehmen, wenn du erlaubst. Ich füge hinzu, dass die Geste meiner Galanterie entspringt, nicht perversem Begehren. Die Berührung war ihr angenehm, was sie keineswegs verwunderte. Sie war von einer Entscheidung noch sehr weit entfernt. Doch sicherheitshalber kalkulierte sie die Tage seit der letzten Monatsblutung. Das hatte ihr Yennefer beigebracht. Im Voraus und mit kühlem Kopf zu rechnen. Denn später, wenn es heiß wurde, trat eine sonderbare Abneigung gegen das Rechnen ein, verbunden mit einer Neigung, die Folgen auf die leichte Schulter zu nehmen. Hotchborn schaute ihr in die Augen und lächelte. Ganz als wisse er, dass die Berechnung zu seinen Gunsten ausgefallen war. Wenn er noch nicht so alt wäre, seufzte Ciri insgeheim. Aber er ist sicherlich schon über 30. Hotchborns Finger berührten sanft ihr Ohr und den Ohrring. Turmaline. Hübsch, aber nur Turmaline. Ich würde dir gern Smaragde schenken und sie dir anhängen. Sehr kostbare und durchdringend grüne, sodass sie besser zu deiner Schönheit und deiner Augenfarbe passen würden. Pass auf. Sogar wenn es zu etwas kommen sollte, würde ich die Smaragde im Voraus verlangen. Denn sicherlich behandelst du nicht nur Pferde unter dem Gesichtspunkt der Nützlichkeit, Hotchborn. Am Morgen nach einer berauschenden Nacht würdest du es für übertrieben halten, dich an meinen Namen zu erinnern. Der Hund Bello, der Kater Morle und das Mädchen Mariechen. Alles, was recht ist. Du bringst es fertig, selbst das heißeste Verlangen abzukühlen, Schneekönigin. Ich hatte eine gute Schule. Der Nebel lichtete sich ein wenig, doch es war immer noch trübe und schläfrig. Die Schläfrigkeit wurde brutal von Geschrei und Hufgetrappel unterbrochen. Hinter den Eichen, an denen sie eben vorbeiritten, brachen Reiter hervor. Beide handelten so schnell und eingespielt, als hätten sie es wochenlang geübt. Oh, verdammt. Sie hielten an und wendeten die Pferde. Zurück, rasch! Gingen augenblicklich zum Galopp über. Höher, lauf! Zu einer wütenden Karriere. An die Mähnen geduckt. Über ihren Köpfen surrten die Federn von Pfeilen. In den Wald! Bieg in den Wald ab! Ins Unterholz! Sie bogen ab, ohne den Ritt zu verlangsamen. Ciri presste sich flach und noch stärker an den Pferdehals, denn die auf sie einpeitschenden Zweige
drohten sie aus dem Sattel zu werfen. Sie sah, wie ein Armbrustbolzen einen Splitter aus dem Stamm einer Erle schlug, an der sie vorbeiritt. Sie trieb das Pferd an, erwartete jeden Augenblick, dass sich ihr ein Pfeil in den Rücken bohren würde. Der dicht neben ihr reitende Hotsporn stöhnte plötzlich sonderbar auf. Sie setzten über eine tiefe Bodenspalte, ritten halsbrecherisch einen Hang hinab, in Dornengestrüpp hinein. Und da rutschte Hotsporn plötzlich vom Sattel und stürzte in die Moosbeeren. Die Rapstute bäumte sich auf, schlug mit dem Schwanz und lief weiter. Ciri zögerte nicht. Sie sprang ab, gab ihrem Pferd einen Schlag auf den Hintern. Als es der schwarzen Stute nachlief, half sie Hotsporn aufzustehen. Und beide rannten ins Unterholz hinein, in ein Erlengebüsch, ließen sich fallen, rollten bergab und fielen zwischen das hohe Farnkraut am Grunde der Schlucht. Das Moos dämpfte ihren Fall. Oben, am Rande des Abhangs, dröhnten die Hufe der Verfolger. Zum Glück ritten sie im Hochwald entlang, den fliehenden Pferden nach. Dass sie beide im Farnkraut verschwunden waren, schien niemand bemerkt zu haben. Ciri arbeitete sich unter Hotsporn hervor und klaubte sich zerdrückte Täublinge aus den Haaren. Was sind das für welche? Leute des Präfekts? Die waren Hagens? Hotsporn spuckte Blätter aus. Gewöhnliche Banditen. Raubgesindel. Biete ihnen die Amnestie an. Versprich ihnen... Sei still. Sie hören dich. Oh, oh. Hierher. Von links umgehen. Von links. Hotsporn? Ja? Du hast Blut auf dem Rücken. Ich weiß. Er holte vorn ein Stoffbündel unter der Kleidung hervor und drehte ihr den Rücken zu. Stopf mir das unter das Hemd. Auf Höhe des linken Schulterblatts. Du hattest dich erwischt. Ich sehe keinen Bolzen. Es war eine Kugelarmbrust. Mit einem Stück Eisen geladen. Am ehesten mit einem gekappten Hufnagel. Lass sein, nicht anfassen. Es ist dicht am Rückgrat. Verdammt! Was soll ich also machen? Still sein. Sie kommen zurück. Halt! Halt, Stavro! Wir kehren um. Suchen in der anderen Richtung weiter. Los! Sie reiten fort. Sie haben die Verfolgung aufgegeben und die Pferde nicht eingefangen. Das ist gut. Wir werden sie auch nicht einfangen. Wirst du imstande sein zu gehen? Brauche ich nicht. Er lächelte, zeigte ihr an seinem Handgelenk einen ziemlich billig aussehenden Armreif. Dieses Glitzerding habe ich zusammen mit dem Pferd gekauft. Es ist magisch. Die Stute hat das von klein auf getragen. Wenn ich daran reibe, so wie jetzt, ist es, als ob ich sie rufe. Als ob sie meine Stimme hört. Sie kommt hierher gelaufen. Es wird eine Weile dauern. Aber sie kommt. Mit ein bisschen Glück kommt deine Schimmelstute mit. Und mit ein bisschen Pech reitest du allein weg?
Falke, ich werde nicht allein fortreiten. Ich zähle auf deine Hilfe. Man wird mich im Sattel festhalten müssen. Die Zehen beginnen mir schon abzusterben. Vielleicht verliere ich das Bewusstsein. Pass auf. Diese Schlucht führt dich ins Tal eines Wasserlaufs. Du reitest stromaufwärts, nach Norden. Du bringst mich in eine Ortschaft namens Tegamo. Dort finden wir jemanden, der mir das Eisen aus dem Rücken ziehen kann. Ohne dass ich daran sterbe oder gelähmt werde. Das ist die nächstgelegene Ortschaft? Nein. Am nächsten ist Eifers. Ungefähr 20 Meilen die Talsenke entlang, in entgegengesetzter Richtung, stromab. Aber dort darfst du keinesfalls hinreiten. Warum? Auf gar keinen Fall. Da geht es nicht um mich, sondern um dich. Eifers bedeutet für dich den Tod. Ich verstehe nicht. Brauchst du auch nicht. Vertrau mir einfach. Zu Giselher hast du gesagt... Vergiss Giselher! Wenn du leben willst, vergiss sie alle. Warum? Bleib bei mir. Ich halte meine Versprechen, Schneekönigin. Ich werde dich mit Smaragden ausstaffieren. Dich damit überschütten. In der Tat. Eine prima Zeit für Scherze. Für Scherze ist immer Zeit. Hotchborn umarmte sie plötzlich, drückte sie mit der Schulter zu Boden und begann, ihr die Bluse aufzuknöpfen. Ohne Umstände, aber auch ohne Eile. Ciri stieß die Hand fort. In der Tat. Eine prima Zeit auch dafür. Dafür ist jede Zeit gut. Vor allem für mich. Jetzt. Ich habe dir gesagt, das ist das Rückgrat. Morgen können sich Probleme einstellen. Was tust du? Diesmal hatte sie ihn kräftiger weggestoßen. Verdammt. Zu kräftig. Hotchborn wurde bleich, biss sich auf die Lippen, stöhnte vor Schmerz. Entschuldige, aber wenn jemand verwundet ist, muss er ruhig liegen. Die Nähe deines Körpers lässt mich den Schmerz vergessen. Hör auf, verdammt nochmal! Falke. Hab Erbarmen mit einem leidenden Menschen. Du wirst leiden, wenn du nicht die Hände wegnimmst. Sofort! Still. Die Banditen können uns hören. Deine Haut ist wie Atlas. Och, zapple nicht so zum Kuckuck. Zum Teufel, was soll's? Dachte Ciri. Was hat das letzten Endes schon für eine Bedeutung? Ich bin neugierig. Ich darf neugierig sein. Ich wusste, dass es irgendwann dazu kommt. Jetzt ist er es. Na und? Mit Gefühl hat das nichts zu tun. Ich werde ihn unter dem Gesichtspunkt der Nützlichkeit behandeln und fertig. Und ihn ohne Getue vergessen. Sie gab sich der Berührung hin und der angenehmen Empfindung, die sie mit sich brachte. Sie wandte den Kopf ab, hielt das dann aber für übertriebene Bescheidenheit und falsche Scham. Sie wollte nicht als verführte Unschuld gelten. Sie schaute ihm geradezu in die Augen, hielt das dann aber für übertrieben kühn und herausfordernd. So wollte sie sich auch nicht geben.
Also schloss sie einfach die Augen, schlang die Arme um seinen Hals und half ihm bei den Knöpfen, denn er kam schlecht voran und vergeudete Zeit. Zur Berührung der Finger kam die Berührung der Lippen, und Ciri begann, die ganze Welt zu vergessen. Sie genoss die Liebkosung, genoss es, wie er ihren Hals, ihr Schlüsselbein und ihre Brüste küsste, wie er seine Zunge um ihre Brustwarzen kreisen ließ. Trotz des kühlen Abends wurde ihr immer heißer und sie wurde immer ungeduldiger auf das bevorstehende Erlebnis. Ciri hob ihre Hüften, damit er ihr schneller die Hose und den Schlüpfer herunterziehen konnte. Er verwöhnte sie noch einige Zeit, ließ sie, die ihre Beine um seinen Kopf geschlungen hatte, vor Erregung zittern und stöhnen, bis er schließlich langsam zwischen ihre bereitwillig gespreizten Beine glitt und sie ihre Arme um seinen Rücken schlang. Es sollte ein vollkommen neues Erlebnis werden. Ein aufregendes, ein atemberaubendes, ein unvergleichliches, das ihr Herz immer höher schlagen ließ. Am Anfang tat es etwas weh, doch Hotchborn war geduldig, sehr behutsam und zärtlich. Der Schmerz war schnell vorüber, und an seiner Statt trat ein unbeschreiblich angenehmes und erfüllendes Gefühl. Ein Gefühl, das sie wie einen unersättlichen Strom von Lust und Leidenschaft durchfloss, das sie mit schmachtender Begierde erfüllte. Ein Gefühl, von dem Ciri gar nicht genug bekam. Sie stöhnte lustvoll. Manchmal schrie sie sogar, dass Hotchborn ihr den Mund zuhalten musste, damit die umherziehenden Verfolger sie nicht hörten. Doch Ciri war das in dem Moment total egal. Sie hatte sich völlig fallen gelassen. Als Ciri in der vom Mondlicht erleuchteten Nacht erwachte, schlief der direkt neben ihr liegende Hotchborn noch tief und fest. Sein Gesicht war ganz nah an ihre Brüste geschmiegt. Sie blickte in den dunklen Nachthimmel, ließ ihre Gedanken umherschweifen und ihre so weit entfernten Erinnerungen. Dachte Ciri. Das war das erste Mal, dass ich mit einem Mann geschlafen habe. Und ich habe nahezu alles falsch gemacht, was Yennefer mir einst dazu geraten hatte. Diejenigen, die überhaupt kein Bett haben, fallen sofort weg. Von den übrigen sonderst du die aus, die schmutzige und unordentliche Betten haben. Und wenn nur noch die übrig sind, die saubere und ordentliche Betten haben, suchst du dir den aus, der dir am besten gefällt. Hotchborn ist schon irgendwie interessant, aber wirklich gefallen tut er mir ja nicht. Und ein Bett hat er hier natürlich auch nicht. Hat ja gut geklappt. Trotzdem hatte es ihr gefallen. Sehr sogar. Das Mädchen konnte sich ein stolzes Grinsen nicht verkneifen. Doch dann verwandelte sich das stolze Grinsen rasch in ein leises, trauriges Schluchzen. Denn sie dachte an Yennefer.
Armilein. Ich vermisse dich so sehr. Und ich vermisse Geralt. Tränen rannen ihr über die Wangen. Doch wenig später schüttelte Ciri leicht den Kopf, zog die Nase hoch, wischte sich die Tränen weg und schob die schmerzlichen Erinnerungen an ihre Lieben beiseite. Stattdessen dachte sie wieder an die jüngst vergangene Erfahrung. Nach kurzer Zeit verspürte sie dann das Bedürfnis, dieses Erlebnis zu wiederholen. Ich will nochmal, dachte sie vorfreudig. Bett oder nicht, egal. Er gefällt mir oder er gefällt mir nicht, egal. Ich will nochmal. Otsporn. Hey, Otsporn, wach auf. Otsporn? Ciri setzte sich auf, während Otsporn sich weiterhin kein Stück rührte. Otsporn? Hey! Sie schüttelte ihn und bemerkte das geronnene Blut an seinem Rücken. Es war viel Blut. Otsporn? Bist du gestorben? Eine dumme Frage. Ich sehe es doch. Ich sehe doch, dass er gestorben ist. Er ist mit dem Kopf neben meinen Brüsten gestorben. Ciri drehte den Kopf zur Seite. Die Glut im Kamin schien rot auf ihre entstellte Wange. Vielleicht war sie auch errötet. Wieso Gotha war sich dessen nicht sicher. Mein erster Liebhaber. Nach unserer gemeinsamen Nacht gestorben. Und weißt du, was ich in dem Moment empfand? Enttäuschung. Schockiert dich das? Nein, das gerade nicht. Ich verstehe. Ich bemühe mich, alles zu erzählen, ohne es zu beschönigen, ohne etwas zurechtzubiegen und nichts zu verheimlichen. Obwohl ich manchmal Lust dazu habe. Vor allem, was Letzteres betrifft. Ich habe ihn mit Ästen und Steinen zugedeckt. Irgendwie, gebe ich zu. Es war noch Nacht und ich konnte nicht weiter. Die Banditen waren immer noch in der Gegend zugange. Ich hörte ihre Rufe. Und war mir schon mehr als sicher, dass das keine gewöhnlichen Banditen waren. Ich wusste nur nicht, auf wen sie Jagd machten. Auf mich oder auf ihn. Doch ich musste still sitzen. Die ganze restliche Nacht hindurch. Bis zum Morgengrauen. Neben der Leiche. Bei Tagesanbruch war von den Verfolgern längst nichts mehr zu hören. Und ich konnte mich auf den Weg machen. Ein Reittier hatte ich schon. Der magische Armreif, den ich Otsporn abgenommen hatte, funktionierte tatsächlich. Die Rapstute war zurückgekehrt. Jetzt gehörte sie mir. Das war mein Geschenk. Es gibt so einen Brauch auf den Skellige-Inseln, weißt du?
Einem Mädchen steht von ihrem ersten Geliebten ein teures Geschenk zu. Und da meiner gestorben war, konnte er sich diesem Brauch schlecht widersetzen. Die Stute stapfte mit den Vorderhufen auf den Boden, wieherte, drehte sich zur Seite, als wolle sie sich anschauen lassen. Ciri konnte einen Seufzer der Bewunderung nicht unterdrücken, als sie diesen Hals sah. Gerade und schlank, aber sehr muskulös. Den kleinen, wohlgeformten Kopf mit der gewölbten Stirn. Den hohen Widerrist. Den bewundernswert wohlproportionierten Körperbau. Sie ging vorsichtig näher, wobei sie der Stute den Armreif am Handgelenk zeigte. Die Stute spitzte die regsamen Ohren, erlaubte Ciri aber, die Trense zu fassen und ihr die samtige Nase zu streicheln. Kelpie, du bist schwarz und gewandt wie eine Kelpie aus dem Meer. Du bist zauberisch wie eine Kelpie. Also wirst du Kelpie heißen. Und es schert mich nicht, ob das übertrieben ist oder nicht. Die Stute stellte die Ohren auf, schlug mit dem seidigen Schweif, der bis zu den Fesseln reichte. Ciri, die gern in hohem Sitz ritt, stellte die Riemen der Steigbügel kürzer, strich über den ungewöhnlich flachen Sattel ohne Holzrahmen und Sattelknauf. Sie stellte einen Stiefel in den Steigbügel und fasste das Pferd an der Mähne. Ruhig, Kelpie. Entgegen dem Anschein war der Sattel durchaus bequem und aus offensichtlichen Gründen viel leichter als die gewöhnlichen Kavalleriesättel. Ciri tätschelte der Stute den heißen Hals. Jetzt werden wir sehen, ob du auch so feurig wie schön bist. Ob du ein echtes Vollblut bist oder nur eine Blenderin. Was hältst du von 20 Meilen Galopp, Kelpie? Na dann los! Lauf! Lauf, meine Schöne! Das Tal des Wasserlaufs war eben gut geeignet zum Reiten. Also lief Kelpie wie ein Wirbelwind. Natürlich ritt ich nicht stromauf, sondern stromab. Ich hatte mir diesen eigenartigen Namen gemerkt. Eifers. Ich rief mir in Erinnerung, was Hotsporn in der Station zu Giselher gesagt hatte. Mir war klar, warum er mich vor dieser Ortschaft gewarnt hatte. In Eifers musste es seinen Hinterhalt geben. Als Giselher das Angebot von der Amnestie und der Arbeit für die Gilde abgetan hatte, hatte ihn Hotsporn eigens an den Kopfgeldjäger erinnert, der in dem Ort Quartier bezogen hatte. Er wusste, dass die Ratten solch einen Köder schlucken würden, dass sie hinreiten und in Kalamitäten geraten würden. Ich musste vor ihnen in die Nähe von Eifers kommen, ihnen den Weg abschneiden. Sie warnen. Sie zur Umkehr bewegen. Alle. Oder es zumindest versuchen. Ich kann mir denken, dass es dir nicht gelungen ist. Damals dachte ich, in Eifers warte eine vielköpfige und bis an die Zähne bewaffnete Abteilung. Mir fiel nicht im Traum ein, dass dieser Hinterhalt aus einem einzigen Mann bestand. Ich hatte auch keine Ahnung,
was das für ein Mann war. Birka war einst ein reiches Dorf gewesen, bezaubernd und außergewöhnlich malerisch gelegen. Seine gelben Stroh- und roten Ziegeldächer füllten dicht an dicht einen Talkessel mit steilen, bewaldeten Hängen, die je nach Jahreszeit ihre Farbe änderten. Vor allem im Herbst erfreute der Anblick von Birka das ästhetische Auge und das empfindsame Herz. So war es bis zu dem Zeitpunkt, da die Siedlung ihren Namen änderte. Und das kam so. Ein junger Bauer, ein Elf aus der nahegelegenen Elfenkolonie, verliebte sich unsterblich in die Tochter des Müllers von Birka. Die leichtlebige Müllerstochter verlachte die Werbung des Elfs und ließ sich weiter ausgiebig mit Nachbarn, Bekannten und sogar Verwandten ein. Die begannen, sich über den Elf und seine blinde Liebe lustig zu machen. Der Elf brach, recht untypisch für einen Elf, in Wut und Rachegelüste aus. Und das auf schreckliche Weise. Eines Nachts legte er bei günstigem, starkem Wind Feuer und brannte ganz Birka nieder. Abgebrannt und ruiniert, verloren die Dorfbewohner den Mut. Die einen wanderten in die Welt, die anderen verfielen in Untätigkeit und Suff. Das für den Wiederaufbau gesammelte Geld wurde regelmäßig veruntreut und vertrunken. Und die Ortschaft bot jetzt ein Bild der Armut und des Jammers. Sie war eine Ansammlung hässlicher und aufs Geratewohl zusammengezimmerter Bruchbuden unter dem kahlen und verkohlten Talhang. Vor dem Brand hatte Birka eine ovale Form mit einem kleinen Marktplatz in der Mitte gehabt. Jetzt bildeten die wenigen, halbwegs ordentlich wieder aufgebauten Häuser, Speicher und Brennereien etwas in der Art einer langen Gasse, die von der Front der in gemeinsamer Arbeit errichteten Herberge zum Chimärenkopf abgeschlossen wurde, deren Wirtin die Witwe Golue war. Und seit 7 Jahren verwendete niemand mehr den Namen Birka. Man sagte, flammende Eifersucht oder der Kürze halber einfach Eifers. Die Straße von Eifers entlang ritten die Ratten. Es war ein kalter, wolkenverhangener, trübsinniger Morgen. Die Leute stürzten in die Häuser, verbargen sich in Buden und Lehmhütten. Wer Fensterläden hatte, schlug sie krachend zu. Wer eine Tür hatte, verriegelte und verrammelte sie. Wer noch Schnaps hatte, trank sich Mut an. Die Ratten ritten im Schritt, demonstrativ langsam, Steigbügel an Steigbügel. Auf ihren Gesichtern malte sich gleichgültige Verachtung. Doch die zusammengekniffenen Augen beobachteten wachsam Fenster, Vordächer und Ecken. Ein einziger Armbrustbolzen, ein einziges Schwirren einer Sehne und es gibt hier ein Gemetzel. Und hier ist noch einmal der rote Hahn los, dass nichts übrig bleibt als Erde und Wasser. Manche von den Einwohnern hatten gewiss Armbrüste, doch es fand sich keiner, der gern erprobt hätte, ob die Ratten in den Wind redeten. Die Ratten saßen ab. Die 50, 60 Schritte, die sie vom Chimärenkopf trennten, legten sie zu Fuß zurück, Seite an Seite, wobei sie rhythmisch mit den Sporen, den Verzierungen an der Kleidung und dem Schmuck klingelten und klirrten.
Bei ihrem Anblick verschwanden von den Eingangsstufen der Herberge drei Einheimische, die ihren Kater vom Vortag mit Bier besänftigten. Wenn er nur noch da ist! Wir haben getrödelt! Wir hätten keine Rast halten sollen, sondern wenigstens in der Nacht hier einfallen sollen! Du bist dumm! Wenn wir wollen, dass die Baden Lieder davon singen, können wir das nicht nachts und im Dunkeln machen! Die Leute müssen es sehen! Der Morgen ist am besten, denn alle sind noch nüchtern. Nicht wahr, Giselher? Giselher gab keine Antwort. Er hob einen Stein auf, holte aus und ließ ihn gegen die Tür krachen. Komm raus, Bonhard! Komm raus, Bonhard! Von innen her ertönten Schritte, langsam und schwer. Missle spürte, wie ihr ein Schauder über Nacken und Schultern lief. Bonhard erschien in der Tür. Die Ratten wichen instinktiv einen Schritt zurück. Die Absätze der hohen Stiefel bohrten sich in den Boden. Die Hände flogen zu den Schwertgriffen. Der Kopfgeldjäger hatte sein Schwert unter den Arm geklemmt. So hatte er die Hände frei. In einer hielt er ein geschältes Ei, in der anderen einen Kanten Brot. Langsam kam er an die Brüstung. Schaute von oben auf sie herab. Er stand auf dem Vorbau, und er war groß, riesenhaft, wenn auch dünn wie ein Ghul. Er betrachtete sie, ließ den Blick aus den wässrigen Augen der Reihe nach über sie alle schweifen. Dann biss er erst ein Stück von dem Ei, und dann ein Stück von dem Brot ab. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eine fehlt. Wo ist Falka? Lauf, Kälbje! Lauf, Hübsche! Lauf, so schnell du kannst! Die Rappstute wieherte laut, den Kopf im halsbrecherischen Galopp vorgereckt. Der Kies stiebte unter den Hufen weg, obwohl es den Anschein hatte, als berührten die Hufe kaum den Erdboden. Bonhard streckte sich gemächlich, dass das lederne Wams knirschte, zog langsam elchlederne Handschuhe an und rückte sie sorgfältig zurecht. Ja, was denn? Ihr wollt mich töten? Ja, warum eigentlich? Ja, wegen Fliegenpilz fürs Erste. Und zum Spaß. Und damit Ruhe ist. Darum geht es also. Und wenn ich euch verspreche, dass ich Ruhe gebe, lasst ihr mich dann meiner Wege gehen? Nein, du grauer Hund. Lassen wir nicht. Wir kennen dich. Wir wissen, dass du keinem etwas schenkst. Dass du uns nachschleichen und auf eine Gelegenheit warten wirst, um einem von uns ein Messer in den Rücken zu stoßen. Komm raus! Bonhard lächelte, zog bedrohlich den Mund unter dem grauen Schnurrbart in die Breite.
Gemach, Gemach. Zu einem Tänzchen ist alle Mahlzeit. Nur keine Aufregung. Zuerst werde ich euch ein Angebot machen, Ratten. Ich lasse euch die Wahl. Und dann könnt ihr machen, was ihr wollt. Was nuschelst du da, alter Knacker? Red deutlicher! Auf euch ist ein Kopfgeld ausgesetzt, Ratten. Ein beachtliches. Und ich muss ja leben. Flamme fauchte wie eine Wildkatze und riss nach Wildkatzenart die Augen auf. Bonhard verschränkte die Arme vor der Brust, wobei er das Schwert in die Armbeuge nahm. Ein beachtliches Kopfgeld, wenn ihr tot seid. Lebendig bringt ihr nicht viel mehr. Mir ist es daher offen gestanden ganz egal. Ich habe nichts gegen euch persönlich. Gestern dachte ich noch, ich werde euch einfach so erledigen, zum Spaß und zum Vergnügen. Aber ihr seid selber gekommen. Erspart mir die Mühe. Und damit habt ihr mich gerührt. Also lasse ich euch die Wahl. Wie soll ich euch lieber nehmen? Im Guten oder im Bösen? Auf Kayleys Wangen begannen die Muskeln zu spielen. Missle beugte sich sprungbereit vor. Giselher packte sie bei der Schulter. Er will uns wütend machen. Lass die Kanaille reden. Und? Im Guten oder im Bösen? Ich rate zu ersterem. Denn wisst ihr, das tut wesentlich, ganz wesentlich weniger weh. Wie auf Kommando zogen die Ratten die Waffen. Giselher schlug die Klinge über Kreuz. Er starrte in Fechthaltung. Missle spuckte saftig aus. Komm her, du Gerippe! Komm, du Lump! Wir werden dich abstechen wie einen alten Köter! Den Blick irgendwo über die Häuserdächer hinweg gerichtet, zog Bonhard langsam das Schwert, warf die Scheide beiseite. Ihr wollt es also lieber im Bösen haben. Ohne Eile kam er von dem Vorbau herab. Seine Sporen klirrten. Die Ratten verteilten sich rasch über die Breite der Straße. Kayleigh ging am weitesten nach links, fast bis an die Wand einer Brennerei. Neben ihm nahm Flamme Aufstellung, die schmalen Lippen zu ihrem üblichen, schrecklichen Lächeln verzogen. Missle, Asse und Reef gingen nach rechts. Giselher blieb in der Mitte und musterte den Kopfgeldjäger aus zusammengekniffenen Augen. Bonhard schaute sich nach den Seiten um, blickte gen Himmel. Dann hob er das Schwert und spuckte auf die Schneide. Na schön, Ratten. Wenn tanzen, daneben tanzen. Spielmusik! Sie sprangen aufeinander los wie Wölfe. Blitzschnell, leise, ohne Warnung. Klingen sausten durch die Luft, erfüllten die kleine Straße mit dem klagenden Klirren von Stahl. Anfangs war nur das Klirren der Klingen zu hören. Seufzer, Ächzen und beschleunigter Atem. Und dann, plötzlich und unerwartet, begannen die Ratten zu schreien und zu sterben. Reef stürzte als erster aus dem Getümmel heraus, prallte mit dem Rücken an eine Mauer und sein Blut spritzte auf den schmutzig weißen Mörtel. Nach ihm löste sich mit schwankenden Schritten Asse aus der Gruppe, krümmte sich zusammen und fiel auf die Seite,
krümmte und streckte abwechselnd die Knie. Bonhard wirbelte herum und sprang wie ein Kreisel, umringt vom Blitzen und Sausen der Klingen. Die Ratten wichen vor ihm zurück, sprangen vor, schlugen zu und sprangen wieder weg. Wütend, verbissen, gnadenlos. Und erfolglos. Bonhard parierte, schlug, parierte, schlug, griff an, griff pausenlos an, ließ keine Atempause, gab das Tempo vor. Die Ratten aber wichen zurück und starben. Flamme, am Halse getroffen, fiel in den Straßenkot, rollte sich wie ein Kätzchen zusammen. Das Blut aus der Schlagader spritzte auf Waden und Knie des über sie hinwegschreitenden Bonhard. Der Jäger schlug weit ausholend die Angriffe von Missle und Giselher zurück, worauf er herumwirbelte und mit einem blitzschnellen Hieb Kaylei aufschlitzte, nur mit der Schwertspitze, vom Schlüsselbein bis zur Hüfte. Kaylei ließ das Schwert los, fiel aber nicht. Er krümmte sich nur zusammen und fasste mit beiden Händen nach Brust und Bauch, und unter den Handflächen sprudelte Blut hervor. Bonhard wich mit einer weiteren Drehung einem Hieb Giselhers aus, parierte die Attacke Missles und versetzte Kaylei einen weiteren Hieb, mit dem er ihm eine Seite des Kopfes in scharlachroten Brei verwandelte. Die hellhaarige Ratte fiel und ließ eine Pfütze von Blut auseinanderspritzen, vermischt mit Straßendreck. Missle und Giselher zögerten einen Augenblick, und statt zu fliehen, schrien sie wie mit einer Stimme auf und stürzten sich auf Bonhard. Sie fanden den Tod. Ciri stürmte in die Siedlung und galoppierte die Straße entlang. Unter den Hufen der schwarzen Stute flogen Spritzer von Straßenkot beiseite. Bonhard trat mit dem Absatz gegen Giselher, der an der Mauer lag. Der Anführer der Ratten gab kein Lebenszeichen von sich. Aus dem zertrümmerten Schädel floss schon kein Blut mehr. Missle, auf den Knien, suchte das Schwert, fuhr mit beiden Händen durch Morast und Kot, ohne zu sehen, dass sie in einer rasch größer werdenden roten Pfütze kniete. Bonhard ging langsam auf sie zu. Missle fand das Schwert, war aber nicht imstande, es zu heben. Sie warf sich Bonhard vor die Füße, krallte die zitternden Finger in seine Stiefelschäfte. Sie öffnete den Mund, um zu schreien, doch statt eines Schreies quoll ihr ein glänzender, kaminroter Sturzbach aus dem Mund. Bonhard trat kräftig nach ihr, stieß sie in den Dreck. Doch Missle, die sich den aufgeschlitzten Bauch hielt, kam wieder hoch. Du nervst! Der Kopfgeldjäger holte weit aus und schlug mit mächtigem, schwungvollen Hieb zu, wie mit einer Sense, sodass Missle vom Boden hochgerissen und bis an die Mauer geschleudert wurde, weich wie ein Stoffpüppchen, wie ein rot beschmierter Lumpen. Nein! Der Jäger hob den Kopf. Ciri sprang von dem laufenden Pferd,
strauchelte, fiel auf ein Knie. Eine Ratte. Die siebte Ratte. Gut, dass du da bist. Du hast mir in der Sammlung noch gefehlt. Ciri schaute auf die Überreste der Ratten. Ihre Hände zitterten, als sie nach dem Schwert griff. Mörder! Kanaille! Sie war erstaunt über die Fremdheit ihrer Stimme, über die Fremdheit des Mundes, der plötzlich ungeheuer trocken war. Bonhard beobachtete sie neugierig, den Kopf leicht zur Seite geneigt. Komm, wir sterben. Ciri ging auf ihn zu, ging im Halbkreis um ihn herum. Das Schwert in den erhobenen und ausgestreckten Händen regte sich, schlug Mühlen, Finden. Sterben! Die kleine Ratte will sterben! Der Jäger drehte sich langsam auf der Stelle, ließ sich nicht in die Falle des Halbkreises drängen. Doch Ciri war alles einerlei. Sie kochte vor Wut und Hass, zitterte vor Mordgier. Sie wollte sich auf diesen schrecklichen Alten stürzen, wollte fühlen, wie die Klinge in seinen Körper drang, wollte sein Blut sehen, wie es aus aufgeschlitzten Schlagadern im Rhythmus des Herzschlages quoll. Bonhard hob das beschmutzte Schwert und spuckte auf die Schneide. Puh. Na, Ratte, ehe du krepierst, zeig, was in dir steckt. Spielmusik! Sechs Tage später erzählte Nyklar, der Sohn des Sargmachers, von den Ereignissen in Eifers. Man weiß wirklich nicht, wie es kam, dass sie sich bei diesem ersten Treffen nicht umgebracht haben. Sie wollten sich unbedingt töten, das merkte man. Sie ihn, er sie. Sie stürzten aufeinander zu, waren kaum einen Augenblick zusammen und schon begannen die Schwerter zu klirren. Sie wechselten vielleicht jeder zwei, drei Hiebe. Es gab niemanden, der das zählen konnte, weder mit dem Auge noch mit dem Ohr. So schnell schlugen sie, edler Herr, dass es nicht zu unterscheiden war. Und sie tanzten und sprangen umeinander wie zwei Wiesel. Stefan Skellen, genannt der Uhu, hörte aufmerksam zu, während er mit der Reitpeitsche spielte. Sie sprangen voneinander weg und keiner hatte einen Kratzer. Die Ratte, so viel sah man, war wütend wie der Teufel. Und sie fauchte wie ein Kater, wenn man ihm eine Maus wegnehmen will. Herr Bonhard aber war ganz ruhig. Völker, du verstehst wirklich zu tanzen und mit dem Schwert umzugehen. Kein Vergleich zum Rest deiner armseligen Bande. Du hast mich neugierig gemacht, Mädel. Wer bist du? Sag es mir, bevor du stirbst. Ciri atmete heftig. Sie fühlte, wie Entsetzen sie erfasste. Sie hatte begriffen, mit wem sie es zu tun hatte. Sag, wer du bist, und ich schenke dir das Leben.
Sie fasste den Schwertgriff fester. Sie musste seine Paraden durchdringen, ihn treffen, ehe er sich deckte. Sie durfte nicht zulassen, dass er ihre Hiebe zurückschlug. Sie konnte nicht mit dem Schwert seine Schläge auffangen, durfte kein einziges Mal mehr den Schmerz und die Lähmung riskieren, die bei den Paraden Ellenbogen und Unterarm ergriffen. Sie durfte keine Energie darauf verschwenden, seinen Hieben auszuweichen, die sie nur um Haaresbreite verfehlten. Die Deckung umgehen, dachte sie. Sofort, in diesem Treffen, oder sterben. Er kam mit weit vorgerecktem Schwert auf sie zu. Du wirst sterben, Ratte. Hast du keine Angst? Das liegt daran, dass du nicht weißt, wie der Tod aussieht. Kehr Mohen, dachte sie, während sie sprang. Lambert, der Kamm! Salto! Sie machte 3 Schritte und 1/2 Pirouette. Und als er angriff, ohne die Finte zu beachten, vollführte sie einen Salto rückwärts, ließ sich geschickt in Hockstellung fallen und stürzte sich sofort auf ihn, tauchte unter seine Klinge hinweg und verdrehte das Handgelenk zum Hieb, zu einem schrecklichen Stoß, unterstützt von einer kräftigen Drehung der Hüfte. Plötzlich ergriff Euphorie sie. Fast fühlte sie schon, wie sich die Schneide in den Körper fraß. Stattdessen gab es ein hartes, seufzendes Stoßen von Metall auf Metall und ein plötzlicher Blitz in den Augen, Erschütterung und Schmerz. Sie fühlte, wie sie fiel, fühlte, dass sie gefallen war. Er hat pariert und zugeschlagen, dachte sie. Ich sterbe, dachte sie. Bonhard trat ihr in den Bauch. Mit einem 2. Fußtritt, präzise und schmerzhaft auf den Ellenbogen gezielt, schlug er ihr das Schwert aus der Hand. Ciri griff sich an den Kopf, spürte einen dumpfen Schmerz. Doch unter den Fingern war keine Wunde, kein Blut. Ich habe einen Schlag mit der Faust gekriegt, dachte sie entsetzt. Einfach mit der Faust. Oder mit dem Schwertknauf. Er hat mich nicht getötet. Er hat mich verdroschen wie eine Rotznase. Sie öffnete die Augen. Der Jäger stand über ihr. Schrecklich. Dürr wie ein Gerippe. Ragte über ihr auf wie ein kranker und laubloser Baum. Er stank nach Schweiß und Blut. Er packte sie bei den Haaren im Genick, riss sie hoch, zwang sie aufzustehen. Und gleich darauf riss er sie weg, dass die Erde unter den Stiefeln stiebte, und zerrte sie, die wie am Spieße schrie, zu der an der Mauer liegenden Missle. Du fürchtest den Tod nicht, was? Das liegt daran, dass du nicht weißt, wie er aussieht. Er drückte ihr den Kopf nach unten. Dann schau dir das an, kleine Ratte. Das ist der Tod. So stirbt man. Schau, das sind Därme. Das ist Blut. Und das ist Scheiße. Das hat der Mensch in sich drin.
Ciri spannte sich, krümmte sich, von seiner Hand festgehalten, zuckte unter trockenem Brechreiz. Missle lebte noch, doch ihre Augen waren schon trübe, glasig, wie bei einem Fisch. Ihre Hand, wie ein Habichtfuß, öffnete und schloss sich, in Schlamm und Kot vergraben. Ciri spürte den scharfen, durchdringenden Geruch von Urin. So stirbt es sich, kleine Ratte, in der eigenen Pisse. Er ließ ihre Haare los. Ciri sackte auf Hände und Füße herab, von trockenem, abgehacktem Schluchzen geschüttelt. Missle lag direkt neben ihr. Missles Hand bewegte sich nicht mehr. Der Jäger ließ Ciri noch einen Moment lang Missles zerfetzten, toten Körper ansehen. Dann griff er sie wieder brutal bei den Haaren, schleifte das vor Schmerzen schreiende Mädchen über den blutzersetzten Staub zu einem Pferdepfosten und band sie mit dem Rücken daran fest. Er wandte sich den Leuten zu, die hier langsam zusammenliefen, um die Hinrichtung zu sehen. Hey, ihr da! Bringt mir ein Säckchen Salz und ein Fässchen Essig. Ach, und natürlich eine Säge. Und zwar schleunigst, klar? Die Leute, einige davon vor Angst und Entsetzen erstarrt, andere vorfreudig auf das bevorstehende Ereignis, gingen sofort an die Ausführung. Als Bonhard dann auf zwei der Dorfbewohner zeigte. Ihr zwei da! Herkommen! Seid so gut und tut mir einen Gefallen. Sorgt dafür, dass die kleine Ratte alles sieht, was hier jetzt passiert. Er lächelte Ciri bösartig an. Dann duckte er sich zu ihr herunter, packte sie mit einer Hand bei den Haaren und hielt sie fest. Mit der anderen griff er ihr ans Auge und zog mit seinen Fingern ihre Augenlider auseinander. Seht ihr? Haltet sie genau so fest. Ist das klar? Er ließ sie wieder los. Die beiden Männer zögerten zunächst, gehorchten dann aber aus Angst dem Befehl Bonhards. Sie griffen das brüllende und sich vor Schmerzen krümmende Mädchen, wie er es ihnen gezeigt hatte. Brutal hielten sie ihren Kopf gerade und ihr die Augen offen. Ah, da kommen ja schon meine Sachen. Bonhard grinste, als ihm ein völlig verängstigter Stallbursche eine Säge und einen Sack überreichte. Ein anderer rollte ein kleines Fass herbei. Stell das Fass aufrecht hin und mach es auf. Bonhard warf den Sack mit dem Salz neben das Fass und drehte sich zu Ciri um. Sie versuchte sich zu bewegen, den Kopf zu verdrehen, nicht hinzuschauen. Aber die beiden Männer hielten sie so fest, dass an ein Abwenden des Gesichts oder an das Schließen der Augen nicht zu denken war. Weißt du, kleine Ratte, ich muss dafür sorgen, dass die Ware nicht schlecht wird. Sie darf sich nicht zersetzen. Ciri verstand noch nicht,
während ihre mit Gewalt aufgehaltenen Augen schon wie Feuer brannten. Aber sie sollte es jetzt verstehen. Es war die Nacht auf den 9. September, als Geralt mit einem furchtbaren Schrei aufwachte. Rittersporn, Milva, Kahir und Regis rissen sich vor Schreck von ihren Schlafplätzen hoch. Was ist los? Die aufgeregten Gefährten verschafften sich einen Überblick. Kahir hatte sich schon sein Schwert gegriffen und Milva suchte schon mit dem gespannten Bogen nach einem Ziel. Als sie alle den Grund für den Schrei erkannten und ihn augenblicklich verstanden. Geralt war außer Atem und schweißnass. Sein Schwert hielt er in der zitternden Hand. Er bleckte die Zähne und starrte ins Leere. Seine Augen waren weit aufgerissen und seine ovalen Pupillen zitterten vor Wut. Aber vor allem vor Angst. Seit der Genesung im Brokilon plagten ihn seine Träume. Die Albträume von Ciri. Doch von nun an, was der Hexer noch nicht wusste, sollten sie sich ins Unerträgliche steigern. Noch bevor einer der Gefährten etwas sagen konnte, sprang er auf. Warf sich den Ziegel auf den Rücken, packte seine Pelze und stopfte sie in Plötzes Satteltaschen. Dann stellte er einen Fuß in den Steigbügel und griff das Pferd an der Mähne. Geralt, warte! Der Hexer hielt inne. Aus seinen entsetzlich wütenden Augen starrte er den Vampir ungeduldig an. Dass alle vier Gefährten zusammenzuckten. Selbst Regis. Unsere gemeinsame Reise ist vorbei. Ich will niemanden von euch in Gefahr bringen. Ich reite los. Allein. Und zwar sofort. Ich muss sie finden. Ich muss! Geralt stieg aufs Pferd, wollte ihm gerade die Zügel geben, als Regis einen Satz machte und sich vor Plötze stellte. Er versuchte, den Hexer mit Gesten zu beruhigen. Bitte, Geralt, warte! Ich kann nicht länger warten! Ciri ist da draußen und sie leidet. Ich muss sie da rausholen! Ich verstehe. Wir werden nicht mehr warten. Wir brechen auf. Jetzt. Aber... Gib uns 2 Minuten, Geralt. Wir bauen das Lager ab und kommen mit. 2 Minuten. Bitte. Sie ritten die ganze Nacht hindurch, zügig. Niemand sprach auch nur ein Wort.
Er hat mich nicht getötet. Er hat mich am Pferdepfosten festgebunden. Mit beiden Händen. Er befahl denen, die zusammenliefen, sie sollten ihm ein Säckchen Salz und ein Fässchen Essig bringen. Und eine Säge. Ich wusste nicht. Ich konnte nicht verstehen, was er vorhatte. Ich war festgebunden am Pferdepfosten. Er rief irgendwelche Knechte herbei, befahl ihnen, mich an den Haaren festzuhalten und an den Augenlidern. Er zeigte ihnen, wie? So, dass ich weder den Kopf abwenden noch die Augen schließen konnte. Dass ich sehen musste, was er tat. Er müsse dafür sorgen, dass die Ware nicht schlecht werde, sagte er. Dass sie sich nicht zersetze. Er schnitt ihnen die Köpfe ab. Mit einer Säge. Giselher. Kelei. Flamme. Missle. Reef. Asse. Er schnitt ihnen die Köpfe ab. Einen nach dem anderen. Vor meinen Augen. Wenn es in jener Nacht jemandem gelungen wäre, sich zu der inmitten der Sümpfe verborgenen Hütte mit dem eingesackten und moosbewachsenen Strohdach zu schleichen, wenn er durch die Spalten in den Fensterläden gelugt hätte, hätte er im spärlich erhellten Inneren einen graubärtigen Greis in einem Schafspelz und ein aschblondes Mädchen erblickt, dessen Gesicht von einer Narbe auf der Wange entstellt war. Er hätte gesehen, wie das Mädchen von Weinkrämpfen geschüttelt wurde, wie sie in den Armen des Alten schluchzte und dieser sie zu beruhigen versuchte, indem er ihr mechanisch und ungeschickt übers Haar strich und auf die bebenden Schultern klopfte. Doch das war nicht möglich. Niemand konnte das sehen. Die Hütte war gut im Röhricht des Sumpflandes verborgen, in einer ewig in Nebel gehüllten Einöde, in die sich niemand wagte.